Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute die erste Variante von dem Raindrops oder Regentropfenarmband. Diesmal nicht mit dem Rainbow Loom, sondern mit zwei Gabeln. Und es wird insgesamt drei Videos geben in der Gabelversion. Und zwar einmal so, wie ihr es hier seht, dass die Regentropfen einen Farbverlauf haben und außen die Gummis auch eine Farbe haben. Dann wird es ein weiteres Video geben, wo ich euch dann halt zeige, wie ihr es in einem Regenbogenverlauf machen könnt. Und dann werde ich noch ein weiteres Video für euch drehen, und zwar wie die Regentropfen ineinander nochmal so einen kleinen Farbverlauf haben. Also die drei Varianten gibt es, und heute fange ich mit dieser Variante an. Und wie das funktioniert und ja, wie ihr es so fertigstellen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, was ihr bei diesem Armband seht, wird, was hier schwarz ist, wird bei mir jetzt lila sein und weiß bleibt weiß. So, ihr fangt also an und nehmt euch ein weißes Gummiband und spannt dieses von der ersten Gabel zur zweiten Gabel und in der Mitte macht ihr ein Kreuz. Also ihr macht es komplett über die vier Gabelspitzen drüber, dreht es und macht es über die zweite Gabel auch komplett drüber. So sieht das aus. Jetzt nehmt ihr wieder ein weißes Gummiband und spannt es von der ersten Gabelspitze zur gegenüberliegenden ersten Gabelspitze. Dann nehmt ihr ein weiteres weißes Gummiband und spannt es von der vierten Gabelspitze zur gegenüberliegenden vierten Gabelspitze. Jetzt nehmt ihr das erste lilafarbene oder eure ausgewählte Farbe und spannt es von der ersten Gabel von 2 und 3 auf die gegenüberliegende Gabel auf nur eine Gabelspitze, und zwar die erste. Jetzt nehmt ihr erneut ein lilafarbenes Gummiband, legt das wieder über Gabelspitze 2 und 3, geht auf die gegenüberliegende Gabelspitze und legt es da über die Gabelspitze 4. Jetzt nehmt ihr, entweder habt ihr die Fingernägel, dass ihr die Gummis abheben könnt, oder ihr nehmt euren Hook, oder ihr nehmt eine ganz normale Häkelnadel. Und jetzt hebt ihr das untere weiße Gummiband, das was ihr zuerst gespannt habt, über alle vier Gabelspitzen drüber und lasst es einfach in der Mitte herunterfallen. Ihr dreht die Gabel und nehmt auch hier das untere weiße über die anderen Gabelspitzen drüber, über die anderen Gummibänder drüber und einfach in der Mitte fallen lassen. So sieht das aus. Merkt euch, wo eure Hauptseite ist. Also Hauptseite ist die Seite, wo ihr vorhin angefangen habt. Und zwar liegen da in der Mitte jetzt zwei lilafarbene, links und rechts je ein weißes. Und auf der Rückseite liegt ein weißes und lilafarben und weiß und lilafarben. Jetzt fangt ihr an. Nehmt euch ein weißes Gummiband, legt dieses von Gabelspitze 1 zu 1, nehmt euch ein weiteres weißes Gummiband und legt es über Gabelspitze 4 und 4.
Jetzt nehmt ihr wieder eure Häkelnadel, Hook oder eure Fingernägel und hebt das untere Weise der Gabelspitze 4 über das obere Weise über die Gabelspitze und lasst es in der Mitte herunterfallen. Ihr geht auf die erste Gabelspitze, holt euch das untere Gummiband, hebt es über das erste drüber, über die Gabelspitze drüber und lasst es in der Mitte herunterfallen. Ihr dreht die Gabel und hier habt ihr je Gabelspitze auf der vierten, was ist die vierte? Erste und vierte, also umgekehrt. Ihr hebt die unteren beiden drüber, also lila und weiß. Und ihr hebt auch auf der ersten Gabelspitze die unteren beiden, lila und weiß, über das obere Weiße drüber. So sieht eure Gabel jetzt aus. Und so auf der anderen Seite. Denkt immer daran, die Gabel auf die Seite zu drehen, wenn ihr wieder neu anfangt, wo eure Ausgangsposition ist. Und zwar ist das da, wo zwei Gummibänder über 2 und 3 hängen. Und über 1 und 4 je 1. Und jetzt fangt ihr an, die ganz normalen Regentropfen wieder zu spannen. Das heißt, ihr nehmt wieder ein lilafarbenes Gummiband, gebt es über 2 und 3 auf die gegenüberliegende Gabel auf 1. Ihr nehmt wieder ein lilafarbenes Gummiband, legt es wieder über 2 und 3. Und wieder über die vierte Gabelspitze auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt nehmt ihr ein weißes Gummiband und legt es von 1 auf 1. Und ihr nehmt wieder ein weißes Gummiband und legt es auf 4 zu 4. Jetzt fangt ihr an, die unteren Gummibänder, die eben auf der Gabel schon waren, über die neuen Gummibänder drüber zu heben. Das heißt, auf Gabelspitze 4 heben wir das untere Weiße drüber. Auf Gabelspitze 2 und 3 heben wir die unteren beiden lilafarbenen drüber und lassen es einfach in der Mitte ab. Auf Gabelspitze 1 heben wir das untere über das obere, über die Spitze und runter. Wir drehen die Gabel und nehmen hier wieder die unteren beiden, lila und weiß, über das obere Weiße und über die Gabelspitze und auch hier die unteren beiden über Gabelspitze 1 und über das obere Gummiband. Das ist unsere Rückseite, also drehen wir die Gabel. Wir sind wieder auf der Vorderseite. Das heißt, wir fangen wieder ganz normal an zu spannen. Nehmen jetzt lila wieder, legen es über 2 und 3 auf die erste, auf der gegenüberliegenden Seite. Wir legen es wieder über 2 und 3 und gehen auf die vierte, der gegenüberliegenden Gabel. Wir nehmen jetzt wieder weiß, legen es von 1 auf gegenüberliegend 1 und wir gehen auf 4 und legen es auf gegenüberliegend 4. Und jetzt fangen wir wieder an drüber zu heben, das heißt, die unteren Gummibänder, die eben schon drauf lagen, heben wir über die neuen drüber. Drehen die Gabel und nehmen hier wieder die unteren beiden und drüber und drüber. Wir drehen die Gabel wieder, damit wir wieder auf unserer vorderen Seite sind und fangen wieder an,
mit einem lilafarbenen von 2 und 3 auf die gegenüberliegende 1 von 2 und 3 auf gegenüberliegend 4. Wir nehmen ein weißes von 1 auf 1. Wir nehmen ein weißes von 4 auf 4. Wir heben die unteren Gummis wieder drüber, die eben schon auf der Gabel waren. Drehen die Gabel wieder auf die vordere Seite und fangen wieder erneut an. Wenn ihr euch das Band jetzt hier schon so ein bisschen rauszieht, dann seht ihr draußen den weißen Rand und auf der einen Seite seht ihr, dass das Band so aussieht und auf der anderen bilden sich langsam die Regentropfen. Regentropfenseite, die Rückseite. Und so macht ihr das jetzt so lange, bis eure gewünschte Länge erreicht ist. Wir machen es noch einmal zusammen. 2 und 3 auf gegenüberliegend 1. 2 und 3 auf gegenüberliegend 4. Ein weißes von 1 auf 1. Ein weißes von 4 auf 4. Und wir heben die Gummibänder drüber, die eben schon auf der Gabel waren. Und zwar die untersten. Wie gesagt, wenn ihr Fingernägel habt lang genug, dann könnt ihr das so drüber heben. Ansonsten mit einem Hook oder einer Häkelnadel. Achtet darauf, dass ihr die Gabel beim Neubespannen immer wieder dreht. Und zwar auf die Seite, wo in der Mitte die 2 Gummibänder sind. Das ist eure Hauptseite. So, und jetzt macht ihr das so lange, bis ihr eure Länge habt. Und dann treffen wir uns wieder, wenn das Armband schön lang ist, es um unser Handgelenk passt. Und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze verschließt. Dass wir praktisch dann so einen Verschluss oben haben, auf beiden Seiten. So, und dann bis gleich. So, jetzt seid ihr da angelangt, dass euer Armband die entsprechende Länge hat. Jetzt nehmt ihr wieder eure Finger oder eure Häkelnadel oder Hook und hebt nun die äußeren Weißen mit auf Gabelspitze 2 und 3. Jetzt dreht ihr eure Gabel und jetzt nehmt ihr die äußeren Gummibänder und macht diese auch auf 2 und 3. Jetzt nehmt ihr ein weißes Gummiband und legt dieses von der ersten Gabel über 2 und 3 auf die gegenüberliegende Gabel auch über 2 und 3. Dass es so aussieht. Und jetzt hebt ihr die unteren Gummibänder über das neu gespannte Gummiband. Das heißt, auf der ersten Seite sind es 4 Gummibänder, die ihr jetzt drüber hebt und einfach in der Mitte ablassen. Ihr dreht die Gabel und hier nehmt ihr die unteren beiden und hebt es über das obere. Dass ihr jetzt auf der ersten Seite in der Mitte ein Gummiband habt über 2 und 3 und auf der zweiten auch. Jetzt nehmt ihr euren Hook oder die Häkelnadel und hebt diese auf euren Hook drauf.
dass diese so aussehen. Jetzt nehmt ihr den C-Clip, zieht das hier so ein bisschen euch straff und hängt den Clip ein. Und macht die Häkelnadel weg oder den Hook. So, das ist ja eure Ansicht, die ihr dann haben möchtet. Also müsst ihr das Band so schließen. Auf der anderen Seite seht ihr hier unten, da ist das Umwickelte. Das seht ihr schon. Das nehmt ihr, zieht euch das straff. Zieht euch das so straff und hakt den Clip ein. Zieht euch das ein bisschen lang und fertig ist die erste Variante von dem Regentropfenarmband und zwar mit zwei Gabeln. So sieht es aus. Das wäre die weiß-lila Version. Hier haben wir die weiß-schwarz Version. So, vielleicht möchtet ihr ja auch die anderen Varianten sehen. Das verlinke ich euch dann unten in der Infobox, sobald diese fertig gedreht sind. Und falls es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Und ja, dann freue ich mich auf ein nächstes gemeinsames Video mit euch. Und sage Tschüss!